Am Sonntag führte der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Reutlingen Michael Dont gemeinsam mit dem Europaabgeordneten Norbert Linz eine Veranstaltung zur Zukunft Deutschlands und Europas durch, zu der sich die beiden prominente Unterstützung aus Berlin geholt hatten, nämlich den neuen Generalsekretär der CDU Deutschland, Paul Ziemniak. Es ist Paul Ziemniaks erster Besuch als Generalsekretär im Kreis Reutlingen. Zur Veranstaltung im Vereinsheim des Schwäbischen Albvereins in Römerstein-Zeiningen hatte ihn sein Kollege aus dem Bundestag, Michael Dont, eingeladen. Bei dieser Veranstaltung hatten aber nicht nur Parteimitglieder die Möglichkeit, den Generalsekretär persönlich kennenzulernen, sondern jeder politisch Interessierte konnte die Veranstaltung besuchen. Wenn man die Möglichkeit hat, solche Personen, die man aus dem Fernsehen kennt, sei es mal ein Minister wie gestern mit dem Jens Spahn oder unserem Fraktionsvorsitzenden Brinkhaus, der da war, und jetzt Paul Ziemniak mal live uns selber zu hören, sich selber einen Eindruck zu machen, das ist durch nichts zu ersetzen, durch keine sonstige Berichterstattung, sondern wenn man selber so Leute mal gesehen hat, und ich habe wirklich nur positive Rückmeldungen bis jetzt bekommen über seine Art, wie er aufgetreten ist, seine Natürlichkeit, auch seine Tiefgründigkeit, das war ja durchaus auch herauszuhören. Paul Ziemniak sprach mit den Anwesenden über europäische Themen wie den Brexit, die Migration oder den Klimawandel und schätzte die bürgernahe Diskussion vor Ort. Für die anstehende Europawahl wünscht er sich für die Region vor allem eines. Ich wünsche mir als erstes, dass Norbert Linz wieder ins Europäische Parlament einzieht, denn er hat für diese Region vor allem ausgezeichnete Arbeit geleistet. Und ich wünsche mir, dass nicht nur gesagt wird, wir sind für Europa, das sind wir, aber wir müssen auch sagen, wie wir dieses Europa in Zukunft gestalten. Und ich will ein Europa, das in den großen Dingen stark ist, genau sagt, wie wir uns unsere Zukunft vorstellen, denn es wird auf Europa ankommen in den nächsten Jahren, wenn wir uns die Situation in der Welt anschauen. Über so viel Rückenwind freut sich der Europaabgeordnete Linz natürlich sehr. Neben den großen Themen will er sich auch dem Thema der Stickoxidmessung in Reutlingen annehmen. Fahrverbote sollen dabei unbedingt vermieden werden. Neben den bereits geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der Luft treibt ihn vor allem ein Thema um. Aber wir müssen auch über das Thema reden, haben wir eine Vergleichbarkeit der Messergebnisse in Europa. Und dazu gab es jetzt, ist diese Woche eine Studie veröffentlicht worden, die ich initiiert habe und die zeigt, dass niemand so nahe an der Straße misst, wie wir das in Deutschland tun und wie wir das leider auch in Reutlingen tun. Ob er in Zukunft genau dieses Problem weiter angehen kann, wird sich spätestens am 26. Mai zeigen. Unterstützung für eine Wiederwahl hat er zumindest hier in Römerstein-Zeiningen von verschiedenen Seiten erhalten.